Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Wir sind hier immer noch in Rosalstadt. Im letzten Part haben wir unser Flamly bekommen, unser Starter-Pokémon. Und den Pokédex und das ganze Zeug, was wir für das Trainer-Dasein brauchen. So, jetzt sind wir in Note 102. Die nach, ja, hier geht's nach Rosalstadt. Ich werde jede Menge Pokémon fangen. Halt doch deine Fresse, wegen des ist es Zigzags aufgetaucht. Gott verdammt. Okay, naja, immerhin ein bisschen Training müssen wir ja machen, das heißt, wir killen es einfach mal. Also momentan haben wir noch wenig Möglichkeiten, da wir gerade nur einen Pokémon haben. Das heißt, wir müssen unser Team vergrößern und irgendwie wird es, wenn ein Status gesenkt wird, der ganze Bildschirm irgendwie verändert. Naja. So, hier ist der erste Trainer in diesem Spiel, abgesehen von Mikey. Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Da kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Nein, nein. Kämpf jetzt. Aber ich will nicht kämpfen. Mir egal, kämpf jetzt. Ansgar, was Ansgar heißt der? Na toll, wir haben doch gerade eben gegen Zigzags gekämpft. Es wird langsam langweilig hier. Rotenschlag, senkt unsere Verteidigung. Naja gut, dann Energiefokus. Ich hoffe jetzt auf einen Volltreffer. Er senkt meine Verteidigung weiter. Ich glaube, ich sollte mal Heule einsetzen, um das Ganze irgendwie auszugleichen. Ach nee, komm, wir spielen ja auf Risiko. Oh, jetzt hat er unsere Verteidigung schon minus 3 gesenkt. Könnte jetzt gefährlich werden, aber egal, ich greife jetzt... Ah, sogar einen Volltreffer. Gut, dass wir Energiefokus verwendet haben. Sehr schön. Und Level 8 für Flammy. Fängt schon mal gut an. Dieser Part. Oh, ich habe voll, ich hätte fleißiger trainieren sollen. Was hättest du, mein Freund? Okay, hier ist nichts. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Samurzel. Kriegt man nur, kriegt man in der Rubin-Edition. In der Sophie-Edition kriegt man dafür einen Loturzel. Sieht aber komisch aus, diese Veränderung. Naja. Sind irgendwie verpackt. Naja, egal. Ich werde schauen, vielleicht kann ich sie irgendwie ändern. Oder Klasses, wenn es euch stört. Wenn es euch nicht stört, meine ich. Aha, unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit meinem Käfer-Pokémon gegen dich. Das heißt, du hast nur ein Pokémon, wenn du mein Name sagst. Aber er hat zwei. Okay. Das ist der falsche Fall. Mein Name ist dritter Fall und mein Name ist vierter Fall. Und auf Plural bezogen, aber wir haben hier jetzt kein Deutsch, sondern spielen hier ein Let's Play. Okay, das erste Wampel hätten wir besiegt und Level 9 für Flamly. Und was kommt jetzt? Noch ein Wampel, nehme ich an. Natürlich. Kein Gegner für unser Flamly, das schon fast Level 10 hat. Nun gut, wir leveln gut mit Flamly. Baldur. Naja, okay. Hier muss es auch irgendwo Bären geben. Das ist hier kein Trainer, das weiß ich. Ich bin nicht groß, ich versinke im hohen Gras. Das Gras erreicht meine Nase und... Okay, hier ist noch ein Trainer und da oben links, oben rechts seht ihr ein paar Bären. Bist du gerade erst Trainer geworden? Da sind wir ja beide Anfänger. Tja, so kann man es nennen. was hat der? Hugo ist der, so heißt doch ein Spiegel, oder? So ein kleiner Troll, der ist Hugo. Habe ich früher als kleines Kind immer gespielt, war ganz lustig. Ich glaube, da habe ich heute sogar noch die drei, die vier CDs habe ich davon. Ne, drei habe ich, eine habe ich verloren. Es gab ja damals vier CDs. Mit so Minispielen drauf. Habe ich mir alle, also da haben mir meine Eltern alle vier gekauft. Eine habe ich verloren, jetzt habe ich nur noch drei. Okay, Schwalbin hätten wir auch erledigt. Und Flamly weiter mit 10. Und er lernt Clubs. Jetzt haben wir schon eine gute Attacke. Aber ich glaube, Flamly spielt auf normalen Angriff. Daher wäre es noch besser, wenn wir mit Dumble weiter angreifen würden. Oder nee, ist keiner Kratzer, kein Schnabel. Moment, ich schaue schnell seinen Wert an.
Fähigkeit Großbrand, Wesensfrecht, Level 5, Rose 101 gefunden. Okay, Angriff, okay, sein Spezialangriff ist höher, hätte ich nicht gedacht, naja. Es entwickelt sich ja zu Logok und Logok ist ja eher auf normalen Angriff spezialisiert. Zwei Sinnelbeeren, natürlich möchte ich die zwei Sinnelbeeren pflücken. Und eine Pilsifbeere, halt glaube ich Paralyse als Anrennerbeere. Pilsif heißt glaube ich, halt glaube ich Verwirrung. Okay, hier ist noch eine Trainerin diesmal. Mein Ziel, stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Hilfe bei meiner Karriere. Nee, keine Lust. Tut mir leid. Kommt drauf an, was für Pokémon du hast. Ja gut, mit einem Zigzag wirst du nicht weit kommen. Heute gibt's gebratenes Wiesel oder irgendwas, was auch immer das sein soll. Das ist ein Dachs, oder? Zick-Dachs. Na gut, dann gibt's gebratenen Dachs oder wie auch immer. Das war ein kurzer Kampf. Ich bin enttäuscht von dir. Da habe ich wohl deine Karriere angekurbelt. Ach, Mädchen. Naja. Einen Trank haben wir gefunden. Jetzt haben wir 6 Tränke. Wir haben im letzten Part 5 gekauft, glaube ich. Rassler. Eins. Dieses Pokémon kommt nicht in unser Team. Also, mein Team kommt erst später. Hier auf Route 101 werden wir kein unser Team-Pokémon finden. Das kann noch ein bisschen dauern, das heißt, wir brauchen noch unser Flamni. Bis wir die nächste Stadt erreichen. Ich glaube, das biete ich wieder. Das ist hier nur unnütziges Gequatsche. Es gibt viele Typen von Pokémon. Jeder Typ hat seine Stärken und seine Schwächen gegenüber anderen Typen. Je nach Typ des Pokémons kann der Kampf leicht oder schwer sein. Dein Flamni ist beispielsweise ein Feuertyp. Es ist stark gegenüber dem Pflanzen- und Käfertyp. Aber es ist schwach gegenüber dem Wasser-Pokémon. Das heißt, wir müssen uns für Wasser-Pokémon hüten, da wir momentan nur unser Flamni haben. Als mein Pokémon eine Sinnelbeere aß, wurden seine KP aufgewühlt. Ja, gut, dass du es mir sagst. Jetzt haben wir eine Sinnelbeere. Ja, passt ja. Gut, geben wir es einfach mal Flamni für den Anfang. Hallo, du Trainer! Du hast ein wundervolles Lächeln! Ich habe ein Hobby, ich sammle die Profile von Pokémon-Trainern. Nun, wie sieht's aus? Darf ich dein Profil sehen? Info? Du erstellst dein eigenes Profil, indem du 4 Wörter oder Phrasen, wie auch immer, zusammenstellst. Ich gebe dir ein Beispiel für ein Profil, mit 4 Begriffen. Du kannst diese 4 Begriffe mit anderen Begriffen tauschen, ganz so, wie du dein Profil haben möchtest. Hier stehen sehr viele Begriffe zur Verfügung. Sie sind nach Gruppen sortiert, wie Pokémon, Lifestyle und Hobbys. So hast du einen besseren Überblick. Wähle zunächst eine Gruppe aus, um eine Liste entsprechender Begriffe zu öffnen. Dann triffst du deine Wahl. Suche dir beliebige Begriffe aus den Gruppen aus, um dein ganz persönliches Profil zu erstellen. Und wie sieht's aus? Darf ich dein Profil nun etwas sehen, du Stück Scheiße? Ja. Dankeschön, zeigst du mir jetzt dein Profil? Ja, wie auch immer. Ich bin groß ein Pokémon. Ja, meinetwegen. Also, ich lege da keinen großen Wert drauf. Oh, du bist noch nicht so weit? Nun, dann zeige ich es dir noch später. Ja. Total unnütz. Vielleicht kriegt man ein Item von dem, aber das ist mir nicht wert, dieser Aufwand. Es gibt viele Typen von Pokémon. Jeder Typ hat... Ja, komm. Ich hatte mir schon. Computerbasierte Pokémon-Lagern-System. Wow, man ist es entwickelt hat. Muss ein Zauberer sein. Hey, hier in der Umgebung gibt's einen McDonald's, ne? Naja, nur zur Info. Solltest du vielleicht wissen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle Trainer. Alle Leute meine ich, das sind ja keine Trainer. Den haben wir auch schon. Okay, verlassen wir einfach mal dieses Haus. Moment. Schauen wir mal auf die Karte, wo wir jetzt sind. Okay, gestartet haben wir unser Abenteuer hier, dann sind wir hier nach Rosalstadt gegangen und jetzt sind wir schließlich über Route 102 hier nach in Blütenburg City angelangt. Und hier in der Nähe gibt es mehr.
Ja, jetzt sind wir am Meer, kann man sagen. So schnell kann es gehen. Na gut, da konnten wir erstmal wie immer die Stadt. Blütenburg City, wo Menschen Hand in Hand mit der Natur gehen. Wohin ist unser Heiko nur gegangen? Wir müssen doch bald nach Wiesenflur aufbrechen. Ja, was sagst du mir das? Okay, sehr schön dekoriertes Haus mit Hecke und Pflanzen und wie auch immer. Betreten wir es mal. Namen ist unser neuer Arena-Leiter. Ich glaube, er ist mit seiner Familie aus der Johto-Region hierher gezogen. Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. War der stark? Wie soll ich nur sagen? Ich habe den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Ich muss mal pennen. Kann ich dich... Nee, ich kann mich nicht ins Bett legen, schade. Halt, Moment. Da ist nochmal ein bisschen Item, aber keine Ahnung. Vielleicht ist es auf der anderen Seite des Sees. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an der die Angst nagt? Was siehst du in deinem Spiegelbild? Ich sehe einen Trainer, der jetzt in dieses Haus reingeht. Träume sind einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die Seen und die Berge mein Zuhause. Wie, das heißt, du hast dich in dem Berg versteckt, du Höhlenmensch, du. Ich wünschte, ich könnte mit eigenen Pokémon auf Abenteuerreise gehen. Sich durchs hohe Gras schleichen, steilende, klüftende Berge erklimmen, das tosende Meer überqueren, dunkle Höhlen erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Reisen muss einfach toll sein. Dann kauf dir Pokémon. Okay, was gibt's denn hier noch alles? Die haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Ja, das war die mit der Heiko. Mit der Heiko. Ich sag bewusst der Heiko, weil Heiko eine Frau ist, sag ich mal. Nehmen wir an, du hättest 6 Pokémon. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird es automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Aha. So, was gibt's im Markt? Auch wenn dein Pokémon jetzt noch schwach ist, wird es ständig stärker. Das Schlüsselwort heißt Liebe. Liebe für deine Pokémon. Setzt du Schutz ein? Das hält Pokémon fern und ist sehr nützlich, wenn du es eilig hast. Hast du etwas gegen Gift dabei? Ein vergiftetes Pokémon verliert ständig KP, bis es kampfunfähig wird. Halte deshalb stets Gegengift bereit. Ja, das werde ich, falls ich mal ein Gegengift finde. Okay, was gibt's denn hier jetzt? Hi, jetzt gibt's deutlich mehr Möglichkeiten, außerdem können wir uns jetzt Pokémon fangen. Ich kaufe mal 5 Pokebälle, die müssen fürs Erste reichen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir die Stadt so weit erkundet. Bis auf die Arena und dieses Gebäude hier nebenan. Der lässt uns nicht durch. Hey da, bist du vielleicht ein Anfänger unter dem Trainer? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen? Wenn sie an einem neuen Ort kommen, sehen sie sich als erstes die Arena im Ort an. Nee, zuerst quatschen wir alle. Schauen wir uns alle Häuser an, das, und dann kommt die Arena. Schau, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kann man immer eine Arena erkennen. Arn, ja. Pokémon Arena von Blütenburg City, Leiter Roman. Ein Mann, der nach Stärke strebt. Unsere Pokémon sind, glaube ich, geheilt, oder? Ja, okay, dann wagen wir uns mal in die Arena. Vater. Na, wenn das nicht Kevin ist, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten, Kevin. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte. Wie? Du? Ach, gut. Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten im Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich dann doch einsam fühlen. Ich würde das so gerne ein Pokémon mitnehmen.
aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Kevin, hast du es gehört? Hilf doch bitte einmal, diese Schwuchtel Heiko ein Pokémon zu fangen. Heiko hier, ich leihe dir mein Pokémon. Heiko hat einen Zigzag gehalten. Oh wow, ein Pokémon. Ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Heiko hat einen Pokéball. Oh wow, danke schön. Kommst du wirklich mit? Was? Kevin, kommst du wirklich mit mir? Kevin, kommst du wirklich mit mir? Wir können uns in mein Zuhause treffen und ja. Daigo, der ist extrem schwul. Das erkennt man uns an seinen Pokémon. Und er lebt im Wiesenflur. Kevin, Pokémon verstecken sich hier im hohen Gras. Wie diesem hier, oder? Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Wow. Und er hat einen Trossler. Weil er ein Transvestit ist, oder wie auch immer. Okay, er denkt Zigzag. Ja, er hat das Zigzag von diesem Norman Heini erhalten. Trotzdem ist er Zäulein. Bringt nix, ne? Also, ich kann jetzt nichts machen. Wir können jetzt nur zuschauen, was diese Schwuchtel da alles macht. Entschuldigung, ich meine, homosexuelle Schwuchtel ist ja eine Beleidigung, ne? Entschuldigung. Also an alle, die schwul sind und diese Let's Play sehen, tut mir leid, dass ich Schwuchtel sage. Das gilt nur für Heiko, nicht für euch. Nix gegen Schwule, ne? Das hier ist ein schwulenfreundliches Let's Play. Ah, er hat den Trassler gefangen. Wer hätte es gedacht? Ich habe es geschafft. Es gehört mir, mein Pokémon. Kevin, danke schön. Lass uns zurück zur Arena gehen, ja. Und, hat es geklappt? Danke, ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Kevin, dass du mit mir gegangen bist. Ich muss kotzen. Wartet mal schnell, ich muss mal schnell Pause machen. Okay, ich habe es gekotzt und weiter geht's. Euch beiden. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Meine Mama! Warte, trinke schon auf mich! Ich muss nach Hause. Bis bald, Kevin. Ja, tschüss. Nun. Kevin, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metaos City gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Danach suche die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orten der verschiedenen Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Kevin. Okay, was steht hier? Pokémon-Arena von Blütenlord City. Sonst nichts, na gut. Also, wir können noch nicht gegen ihn antreten, dazu müssen wir erst 4 Orden haben. Oh, ich mache mal schnell Pause. Hier bin ich wieder. Du! Ach, du bist zwischen Kevin, richtig? Danke, dass du dich um Heiko gekümmert hast. Er war schon als Baby immer zart und kränklich. Ja. Wir haben ihn für eine Weile zu Verwandten nach Wiesenflur geschickt. Die Luft ist dort viel sauberer als hier. Was heißt das? Wo ist Heiko? Er ist fort, unser Heiko? Ich frage mich, wo er jetzt wohl sein mag. Wahrscheinlich in der Gay Bar oder sowas. Hi Gott, war richtig glücklich, als er uns erzählte, dass er ein Pokémon gefangen habe. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr so glücklich erlebt. Na gut, können wir jetzt Blütenburg City verlassen? Ja. Okay, Route 104. Was gibt's hier für Pokémon? Muss mal Looking machen. Ja, Wurmple. Also ich brauche ein neues Pokémon, weil wir momentan nur unser Flimmy haben. Das heißt, ich werde Wurmple fürs erste fangen, kommt allerdings nicht in unser Team rein. Ich fange es nur, damit wir nicht so leer gerade dastehen. So, okay, Wurmple haben wir gefangen.
Wampel. Wampel kann mit seinen Stacheln an seinen Hinterteil die Rinde von Bäumen entfernen und ernährt sich von dem austretenden Saft. An den Füßen dieses Pokémon befinden sich Saugnäpfe, mit denen es auch an Glas nicht abrutscht. Okay, er ist 30 cm groß und wiegt 3,6 kg. Wampel möchte ich keinen Spitznamen geben, danke. Bevor du einen Pokéball wirfst, schwäche das Pokémon erst. Wenn es vergiftet ist, eine Verbrennung oder hat oder es schläft, kann es leichter gefangen werden. Das stimmt. Rotona 4, hier geht's nach Blütenburg City. Oh nein, ich bin kein Trainer. Aber es stimmt schon. Wenn Trainer sich in die Augen schauen, ist das eine Herausforderung zum Kampf. Willst du nicht kämpfen, weiche ihren Blicken aus. Das heißt, der ist zum Beispiel ein Trainer. Wenn wir jetzt nicht kämpfen wollen, müssen wir einfach aus seinem Sichtfeld gehen. Wisst ihr noch, damals, also für die, die das Saphir Let's Play gesehen haben? Ui, 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 der geht richtig ab. Naja. Spuren im Sand zu hinterlassen, ist total lustig. Tja, und deswegen rennst du hier so rum wie ein Irrer. Schäm dich. Okay, ist noch Murzel. Ist auch schön, wie sich die Landschaft sich dem Kampffeld des Pokémon-Kampfes anpasst. Das heißt, wir kämpfen hier jetzt auf Sand. Das heißt, der Boden unter dem Pokémon, der ist jetzt auch aus Sand. Finde ich sehr gut gemacht in der dritten Generation. In der vierten wurde es sogar noch verbessert und in der fünften ist es eh genial. Oh Gott, der hat Geduld eingesetzt. Aber egal, er ist schon tot. Ich hätte auch Glut einsetzen können, aber daran habe ich gar nicht gedacht. Naja. Schwalbini. So, jetzt hält sich Glut ein. Bald haben wir ja schon einen Logok. Quatsch, ein Jungglut heißt es, ne? Jungglut heißt die zweite Stufe. Logok ist eine Endstufe. Und tschüss, Schwalbini. Okay, Fridolin hat mir besiegt. Igitt, ich habe Sand in den Schuhen. Das ist vielleicht unangenehm. Tja, selber schon, wenn du hier rumrennst wie ein Irrer. Warte, jetzt renne ich mal schnell. Ich muss mal kurz. Ja. Jetzt renne ich mal hier schnell. Also, wenn man hier rennt, hier Fußspuren. Wurde hier eingeführt, sowas. Ja. Das Meer, was? Ich möchte zu gerne wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Dazu brauchst du faulen Taucher. Okay, was ist hier? Ein Haus. Hier ist wieder das Gras. Das führt uns dann hier zurück nach Blütenburg City. Und was bist du für eine? In dieser Hütte am Meer lebt Mr. Breck. Er war einst ein stolzer Seemann, der niemals Angst vor dem Meer hatte. Hier drin, also Mr. Brecks Hütte. Okay, es ist niemand da, klauen wir uns schnell alles Sachen. Das hier, das hier, das hier. Oh, verdammt, ich kann es nicht mitnehmen. Schade. Was ist denn das hier auf dem Tisch? Ist es ein Glas oder so? Keine Ahnung. Naja. Also hier ist niemand da, schade. Wahrscheinlich ist er gerade mit Heiko in der Gay Bar. Okay, Kevin pflückt die zwei Sinelbeeren. Okay, jetzt können wir den Blütenburg-Wald betreten, nachdem wir hier diesen Schnösel erledigt haben. Und natürlich nehme ich dann die Herausforderung an. Ich habe eine jede Menge Geld. Ja, nur dass du mehr Geld hast, heißt nicht, dass du diesen Kampf gewinnen kannst. Denn Geld hilft dir nicht in nichts in diesem Kampf. Ich habe hier Rewe gelesen, aber er heißt Rene. Rewe, lol. Ja. Okay, One Skill sogar. Okay. Normalerweise setzt du hier eine Top-Genesung ein. Das weiß ich auswendig. Weil so ein Schnüsel ist. Warum konnte ich nicht gewinnen? Tja. Um Pokémon zu spielen, braucht man Skill und kein Geld. Du kannst dir deinen Pokémon-Skill nicht kaufen. Okay, jetzt sind wir hier im Blütenburg-Wald. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte. Auch wenn es nur ganz kurz dabei ist, setze eines deiner schwächeren Pokémon daher an die Spitze der Liste. Sobald der Kampf beginnt, wechselst du es aus. Es wird Erfahrungspunkte bekommen und bleibt trotzdem immer unbeschadet. Ja, das ist richtig. Das habe ich auch sehr oft verwendet beim Trainieren. Schwächere Pokémon. Macht mir liegen auf dem Boden Dinge, die einen auf Anhieb gar nicht auffallen. Da schaue ich mich bei jedem Schritt sorgfältig um. Meinst du hier oder was?
Ah, hier finden wir einen Trank. Ja, der macht's richtig. Der drückt immer A, nachdem er einen Schritt gegangen ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich das immer machen würde, dann würde das jetzt Play doppelt so lange dauern und das möchten wir ja nicht. So, was bist du für eine? Du bist ein gemeiner Dieb, wenn du versuchst, deines Pokémon deines anderen zu stehlen. Du solltest deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon werfen. Okay, und hier wird uns ein Pokéball gegeben aus demonstrativen Zwecken. Naja gut, gehen wir zurück in den Blütenburgwald. Hier gibt es auch einige gute Pokémon, die man sich ins Team reintun kann. Allerdings ist keins dabei, das wir auch wirklich ins Team reintun werden. Ich habe schon ein festes Team, wie gesagt, und ja. Tipps für Trainer, ja komm, das hat man schon. Das hat man schon. Die Shit quatscht mich voll. Das habe ich versehentlich gespielt, aber na gut. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, mein Käfer-Pokémon-Team. Wahrscheinlich hat der 4 Wurmpels oder 6 Wurmpels. Ich glaube, der hat 6 Wurmpels. Ja. In Saphir hat er nur 4 Wurmpel. Also gut, wir haben einen Pokéball bekommen aus demonstrativen Zwecken. Schmeiße ich den Pokéball einfach mal auf dieses Wurmpel. Ja, und er wird abgeblockt, also nix fangen ein gegnerischer Pokémon-Team. Sei kein Dieb. Und jetzt senkt unsere Geschwindigkeit. Heute gibt's gebratenen Wurm. Bergwills wird schmecken. Ich glaube, den tue ich in einen Briefumschlag und schicke ihn Bergwills. Oh nee, der hat 6 Wurmpels. Wollen wir uns das antun oder soll ich speeden? Naja, wir haben jetzt Zeit, ne? Ich speede hier mal nicht so viel wie in den anderen Let's Plays. Sondern lass mir hier mal richtig, richtig viel Zeit. Ich möchte dieses Let's Play ein bisschen ausführlicher machen, wie gesagt, als das Saphir-Let's Play. Und es auch mit dem Saphir-Let's Play vergleichen. Um zu schauen, wie ich mich verbessert habe in den 1,5 Jahren als Let's Player. Okay, hier ist nochmal ein Wurmpel. Also es ist sehr langweilig, dieser Kampf, ich weiß. Aber naja, wir können ja zum Glück alle One-Hitten. Wir haben ja schon ein Level 12 Pokémon. Am Anfang des Parts hat es Level 7 gehabt. Und er hat noch 2. Es bringt doch nichts, Pokémon auf Masse zu haben, wenn sie nicht trainiert sind. Ja, da könnte man 100 Rayquaza auf Level 1 haben. Und die würden trotzdem von einem 100er Rayquaza gekillt werden, alle. Nur so als Beispiel. Okay, das war sein letzter Käfer. Ich habe all diese Pokémon, aber ich konnte doch nicht gewinnen. Ja, die konnten mir nicht meinen Kratzer hinzufügen. Ihr seht, viele Pokémon zu haben, heißt nicht, dass man gleich einen Kampf gewinnen wird. Ne, Knilz, du stimmst mir da überein. Wollen wir es fangen? Fangen wir es einfach mal just for fun. Moment, ich sollte aufpassen. Es hat die Fähigkeit Sporenwirt. Das heißt, mein Pokémon könnte jederzeit einschläfern, paralysiert werden. Oder vergiftet werden. Aber egal, ich greife trotzdem an mit Kratzer. So, jetzt schmeiße ich den Pokéball. Das kommt auch nicht in unser Team. Ich fange es halt auch nur, damit wir es, damit unser Team nicht so leer aussieht. Außerdem, ja, ich möchte auch ein paar Pokémon fangen in diesem Let's Play. Außerdem brauchen wir noch ein paar VM-Sklave. Nein, jetzt habe ich den Eintrag nicht gelesen. Den können wir ja gleich lesen. Moment. So, dann können wir uns gleich den Pokédex anschauen. Warum Pilzer, Musel, Schwalbini, Trassler. Knilz hier. Größe 40 cm. Gewicht 4,5 kg. Pilz. Knilz lebt in feuchten Erdboden, finsteren Wäldern. Es wird oft reglos unter herabgefallenen Blättern gefunden. Dieses Pokémon ernährt sich von Kompost aus verrotteten Blättern. Unglaublich, aber wahr. Und hier haben wir ein Paraheiler. Heilparalyse. Könnten wir jetzt einsetzen, wenn das Knilz unser Pokémon paralysiert hätte. Na gut, und ich glaube, dann beende ich auch diesen Part hier an dieser Stelle. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Also Leute, bis dann. Servus. Ich
machen. Ich warte jetzt noch extra lang, damit wir auf 30 Minuten wieder sind. Also, wie gesagt, ne, ciao, nächster Part. Nicht verpassen. Ciao, Leute. Servus.